Hallo, ich habe Neuzugänge, ein kleines Medimops-Unboxing und ich hatte schon vorher bei Amazon gebraucht ein Buch gekauft und zwar war das Das Volk der Ewigkeit kennt keine Angst aus dem Kiwi Verlag. Das war Status sehr gut. Es hat hier unten so, ich weiß nicht, das sind für mich noch keine Leserillen, weil sie nicht durchgehen, aber so beginnende Leserillen. Aber ansonsten ist das Buch wirklich in einem sehr guten Zustand. Ich habe für alles mit Versand 3,88 € bezahlt und bin da sehr zufrieden. Ja, und dann habe ich bei Medimops bestellt. Es sind 4 Bücher. Ich habe für alle 4 Bücher 10,40 € oder so bezahlt. Ja, manchmal hat man irgendwie so das Bedürfnis, etwas kaufen zu wollen. Und ich war schon kurz davor, in den Buchladen zu gehen, um mir ein Buch neu zu kaufen. Und zwar lag das an einem bestimmten Buch, was auch in diesem Paket drin ist. Und dann dachte ich, halt, vielleicht findest du das ja ganz gut gebraucht. Und dann habe ich bei Rebuy geguckt und da habe ich nichts gefunden. Und dann habe ich bei Medimops geguckt und da habe ich das und noch 3 andere Bücher meiner Wunschliste gefunden. Und kam somit auf 10,40 €, was sogar, glaube ich, unter dem Neupreis des Buches lag, was ich mir eigentlich kaufen wollte. Das habe ich natürlich bestellt. Ich hasse es. Alter. So, das erste Buch, was mir jetzt hier in dem Paket entgegenspringt, ist von Alain Bennett oder Alan Bennett, Die souveräne Leserin. Das war im Status sehr gut und es sieht sehr gut aus. Es ist ein kleines, süßes Hardcover. Es fühlt sich an wie in Leinen gebunden. Es riecht halt nach gebrauchtem Buch. Und zwar habe ich dieses Buch vor etlicher Zeit in einem Video von Herbert Liest gesehen. Das entsprechende Video verlinke ich euch unten in der Infobox. Dort hat er das Buch vorgestellt und es geht um das Lesen und um die Königin von England und ihr Leseerlebnis. Es wird beschrieben als eine Liebeserklärung an die Königin und an das Lesen und es sind noch nicht mal 120 Seiten. Herbert hat es damals sehr gut gefallen und es klang nach einem leichten, lockeren Buch, was aber trotzdem irgendwie sich ins Herz schleichen kann mit seiner Unterhaltsamkeit. Und deswegen dachte ich, bestelle ich das doch gleich mal mit für 2,79 € im Zustand sehr gut. Die Aufkleber gehen heute sehr, sehr gut. Das zweite Buch in der Bestellung ist von Hans Bämmern, Derne Brüder. Das habe ich in der Bücherregaltour zum Buchstaben B beim Thorsten von Toto Liest entdeckt und er schwärmte sehr darüber, dass auch so im privaten Dialog meinte er, es könnte wirklich ein Buch sein, was wirklich etwas für mich ist und was ich sehr lieben würde. Auch das war Zustand sehr gut, hat 1,99 € gekostet und es hat ja auch hier wieder hier unten 2 wie so beginnende Leserillen, die halt sich aber nicht ganz bis oben durchziehen und die man eigentlich auch nur im Schattenlicht so sieht. Ansonsten ist es halt angegilbt. Aber das Buch ist ja auch schon etwas älter. Man kann es nicht mehr neu kaufen. Und es hat diesen typischen altes Buchgeruch. Ich lese euch einfach mal den Klappentext vor. Wie besessen verfolgen 2 Brüder ihre unterschiedlichen Lebensziele, zunehmend isoliert von der Welt und einander. Erst eine Frau, Stella, der Stern der Brüder, zeigt ihnen den Weg zurück zum Leben. Eine poetische, menschliche und fantasievolle Geschichte mit großem Verständnis für die Fehler und Irrwege der Menschen. Das klingt doch sehr, sehr schön, oder? Oh mein Gott! Ich dachte nicht, dass das Buch so dick ist. Aber gut. Ja, das ist definitiv gebraucht. Und zwar von Mary Doria Russell, Sperling. Ich dachte nicht, dass das Buch so dick ist. Man sieht schon, es hat Leserillen und es ist gebraucht. Und auch dieses Buch gibt es irgendwie, ich habe es zumindest nicht mehr gefunden, dass man es noch neu kaufen könnte. Dementsprechend gibt es das anscheinend nur noch gebraucht. Das war Zustand gut und hat 2,79 € gekostet. Ja, ich meine, ich störe mich nicht an Leserillen. Deswegen würde ich schon sagen, der Zustand ist gut. Es hat zwar diese Leserillen, aber ansonsten ist es in einem wirklich guten Zustand. Es riecht auch einfach nur nach altem Buch, nicht irgendwie... Oh, das wurde ausgezeichnet mit dem Arthur C. Clarke Award. Das wusste ich noch gar nicht. Das ist ein weiterer Science-Fiction-Klassiker. Oder zumindest wurde er mir als ein Science-Fiction-Klassiker-würdiges Buch empfohlen. Es ist auf jeden Fall Science-Fiction. Und es geht darum, dass die Menschheit mit Aliens Kontakt aufnimmt, die der Menschheit anscheinend sehr ähnlich sind und während noch irgendwie die NASA oder die UNO und so weiter und so fort darüber diskutieren, ob man denn jetzt zu dieser Alien-Spezies eine Mission oder sowas hinmacht, entscheidet sich die Kirche, Missionare in diese neue Welt zu schicken und
Es sterben wohl, glaube ich, alle bis auf einer. Und als der zurückkehrt, ist er wohl ein gebrochener Mann und total verwirrt. Und hier hinten steht auch, doch diese Mission führt sie an die Grenzen ihres Glaubens. Und ich habe nur Gutes bisher darüber gehört. Auch die Amazon-Bewertungen waren sehr, sehr positiv. Ja, und das letzte Buch, weswegen ich ja nun eigentlich diese Bestellung getätigt habe, habe ich ebenfalls bei Thorsten von Dodo Liest entdeckt. Und er hat nicht nur mich damit angesteckt, es gibt einige Leute, die sich aufgrund des Videos, in dem er es vorstellte, auch das verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox, sich das Buch zugelegt haben. Ich bin einer dieser Menschen davon. Und es handelt sich um Dan Simmons' Terror auf Deutsch oder auch auf Englischem The Terror. Das Buch hatte Zustand sehr gut. Es hat keine Leserille. Es sieht quasi aus wie neu, bis auf das hier ein mikrokleines bisschen die Ecke angeklatscht ist und hier. Und es so diese typischen Lagerspuren hat. Es riecht fast noch nach neuem Buch. Und das ist die englische Ausgabe. Und die hat 2,79 Euro gekostet. Auch das war wieder so ein klassischer Fall von, ich wusste gar nicht, dass das Buch so dick ist. Also ich habe es erst nach dem Bestellen mitbekommen, dass es so dick ist. Es hat 960 Seiten. Yay! Und ja, es gab es sowohl im Deutschen als auch im Englischen bei Medimops für sehr günstig in einem sehr guten Zustand. Und ich war mir unsicher, ob ich es auf Englisch oder auf Deutsch lesen möchte. Hab mir dann bei diesen Amazon-Blick ins Buch Leseproben habe ich mir die erste Seite auf Deutsch durchgelesen und habe mir auch die erste Seite auf Englisch durchgelesen. Und als ich mir dann, nachdem ich die englische Seite durchgelesen habe, die deutsche Seite las, dachte ich, holy crap, das klingt scheiße. Der deutsche Schreibstil von der Übersetzung war nicht meins und ich glaube, 900 Seiten in dem Schreibstil hätte ich wirklich nicht durchgehalten. Hier fand ich den Schreibstil im Englischen wirklich gut. Ich habe es auch gut verstanden. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass es noch so gut aussieht. Es wurde anscheinend nicht gelesen, denn es ist wirklich noch sehr, sehr fest hier. Und das ist, glaube ich, so eine Ausgabe, die, wenn man liest, einfach eine Leserille bekommt. Das war meine kleine, aber feine Medimops-Bestellung. Wenn ihr schon ein Buch davon gelesen habt, dürft ihr gerne euch unten in den Kommentaren auslassen, wie ihr denn das fandet. Oder ihr schreibt mir irgendetwas anderes in die Kommentare, wo ihr denkt, das passt jetzt, das möchte ich Shari schreiben. Ich freue mich immer sehr über Kommentare und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Und bis dahin, tschüss!